Fritz Stahlecker ist ein besonderer Mensch und ein außergewöhnlicher Pferdemann. Wenn man ihn bei seiner Arbeit mit jungen Pferden beobachtet, spürt man sofort die Leidenschaft, die er seinen Schützlingen entgegenbringt. Seine HSH, das heißt Handsattel-Handmethode, basiert auf der Frühprägung des jungen Pferdes und besagt, dass sich die Handarbeit und das Reiten ergänzen sollen. Aber weshalb soll die Ausbildung mit Handarbeit beginnen? Vom Sattel aus hat man doch die bessere Einwirkung. Dies ist richtig. Richtig ist aber auch, dass man den Rücken des Pferdes nicht belasten darf, bevor es erwachsen ist. Je jünger das Pferd, desto leichter lernt es. Es ist wie mit unseren Kindern. Lernen im Kindergarten wird heute zu Recht großgeschrieben. Weshalb nicht den Kindergarten auf das Pferd übertragen? Fritz Stahleckers Methode und Philosophie ist so filigran und so komplex, dass wir die Ausbildungsschritte sehr langsam und gewissenhaft abhandeln, damit der Zuschauer die Vielfalt und die Vielzahl der Botschaften genau in sich aufnehmen kann. Für diesen Film gab es kein Drehbuch. Es wurde uns von unserem Hauptdarsteller, dem Hengst Mataré, diktiert. Er ist der Dirigent des Films. Wir zeigen bewusst auch Ungereimtheiten. Es ging uns darum, dicht an der Wirklichkeit zu bleiben.